Sind Sie schon auf Wikisana? Die größte Suchmaschine in der Ganzheitsmedizin? Dann empfehle ich Ihnen, suchen Sie die auf. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu unserem Format Naturmedizin. Heute darf ich mit der leitenden Ärztin des Biomed-Centers Sonnenberg in Schwelbrunn sprechen. Und es geht um ein Thema Gesundheitsprophylaxe. Viele von uns fühlen sich da nicht so angesprochen. Wir sind ja noch fit oder haben kleine Zipperlein. Und oft befassen wir uns erst mit unserer Gesundheit, wenn es wirkliche ernsthaftere Probleme gibt. Und ich freue mich, das jetzt zu besprechen und vielleicht auch Anregungen zu geben, uns alle wieder ein bisschen besser und gesünder und angepasster zu ernähren, zu leben. Und ich bin gespannt, was wir da erfahren. Bleiben Sie dran. Hallo, liebe Alexandra. Hallo, Silvia. Ein wichtiges Thema, weil ich glaube, es ist wirklich so, im hektischen Alltag leben wir, holen wir da mal einen schnellen Biss und leben so und so. Und erst wenn unser Körper nicht mehr funktioniert, dann überlegen wir uns vielleicht, ob wir da vielleicht nicht immer ganz so gelebt haben, wie es angebracht gewesen wäre. Wir haben uns ja auch kurz vorher schon unterhalten, ne? Und da fällt mir eben ein, was du gesagt hast. Das eine ist, also dass es einfach immer mehr normalisiert wird, selbst wenn die Beschwerden dann kommen, ne? Und es wird auch immer mehr normalisiert, auch wenn die Beschwerden immer früher anfangen. Und dann wird man immer noch nicht hellhörig. Ach, die andere hat das auch, ne? Ich habe eine Freundin, die hat eben deutlich später als ich Kinder bekommen. Und die hat dann gesagt, ach ja, doch, wenn ich mit der Kleinen auf dem Boden sitze und spiele, dann tun mir die Knie weh. Und ich denke, sollte das so sein bei einer Mutter von einem Säugling oder von einem einjährigen Kind? Ne? Das sind so, aber das haben die anderen ja auch und dann wird es ein bisschen normalisiert. Und ich habe jetzt den schönen Ausdruck, es hat mir so gut gefallen, der Ausdruck, ja, viele Menschen hören das Flüstern des Körpers nicht, ja, sondern erst dann, wenn der Schlaganfall gekommen ist. Und das Wort Schlaganfall kommt daher, weil die Menschen denken oder früher eben man auch gedacht haben, so, oh, das trifft mich jetzt wieder Schlag. Ja. Und in Wirklichkeit, und das weiß man natürlich heute, also lange nach der Entstehung des Wortes Schlaganfall, weiß man, da gibt es eine Vorgeschichte im Körper und irgendwann gibt es eben einen Auslöser und manchmal auch einen nicht offensichtlichen Auslöser, aber das Fass ist dann an der Stelle übergelaufen. Und wir haben einfach, wenn man sich die Gesundheit als Fass vorstellt, leben die meisten so kurz unter der Oberfläche, bevor es überläuft und viele so, da dröppelt es schon drüber. Ne? Und wenn wir sagen, dieses Drüberdröppeln ist jetzt so das Flüstern des Körpers. Oder schon fast ein Hilfeschrei. Machen manche immer noch so oder wie die Affen. Ne? Und sind dann doch ganz überrascht, was sie auf einmal für eine Krankheit bekommen können. Tut mir leid, wenn ich an dieser Stelle polarisierend oder diskriminierend bin, aber ich habe da also als erstes, also die Frauen hören einfach das Flüstern schneller. Da könnte man bei manchen sogar sagen, die hören das Gras wachsen. Und dann gibt es eben, das sind eben dann doch leider meistens immer noch nach wie vor die Männer, die da gerne mal auf mindestens einem Ohr taub sind und das Flüstern nicht wahrnehmen und der festen Überzeugung sind, ich strotze so für Gesundheit, weil für viele Männer einfach, ich habe Kraft, ich bin nicht müde, ich kann meinen Sport machen oder ich kann den Garten bearbeiten, meinen großen Garten bearbeiten und die Hecke schneiden mit der Motorsäge oder so. Das ist dann, okay, dann bin ich fit. Dass sie aber für die meisten Frauen bereits und auch nicht Ärzte optisch ersichtliche Veränderungen haben, das ist, nee, die sind da nicht so pingelig mit sich selbst wie Frauen meistens. Ne? Ich habe ja nicht wenige Frauen, die, meine Haut ist so schlecht und ich sag so, ich weiß, was sie meinen, aber ganz ehrlich, wenn ich so vor ihnen sitze, ich finde, ihre Haut sieht gut aus. Und während Männer sagen, wieso, ich sehe doch gut aus, bis auf das Doppelkinn und die roten Wangen und, okay. Und sowas.
Ja. Ja, das habe ich auch wirklich oft festgestellt. Einfach auch eben die Wahrnehmung. Es gibt ein Buch, Entschuldigung, den Buchtitel muss ich jetzt nochmal hier erwähnen. Ja, das heißt, so kochen sie ihren Mann zu Tode. Nee, ins Grab, so kochen sie ihren Mann ins Grab. Und da gibt es halt dann die Anleitung, da die nach wie vor, also das ist eine Ernährungsberaterin, hat das Buch geschrieben, die irgendwann aufgegeben hat. Sagt, mein Hauptklientel ist Frauen und die Frauen jammern dann auch noch, wenn sie ihrem Mann gesundes Essen vorsetzen, dann droht er mit, dann denkt er, das ist Liebesentzug. Also, liebst du mich noch? Und dann sagt sie, dann machen sie doch einfach, was er will, packen sie ihm zweites Spiegelei auf die Bratkartoffel, nehmen sie da nicht zu viel Petersilie. Nachher überlebt er noch den Schlaganfall oder den Herzinfarkt. Und schließen Sie doch noch eine Lebensversicherung ab, aber nicht zu hoch, weil sonst kommt die Gesundheitsprüfung. Und an folgenden Kriterien können Sie erkennen, dass da was gefunden werde, könnte in der Gesundheitsprüfung. Und dann listet sie eben die Symptome auf. Ja. Okay. Und das werden sich viele Männer drin wiederfinden können oder viele Ehefrauen. Und das ist ein bisschen humorvoll geschrieben. Aber eigentlich stimmt. Und auch ein bisschen böse. Ja. 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 Also der Fließtext stimmt. Die Ernährungsempfehlung kann ich ihr dann erklären, warum sie am Anfang sagt, so gut funktioniert das auch nicht. Da welche, die würde ich nicht so beherzigen. Aber das, was im Fließtext steht, auch wie der Schlaganfall und der Herzinfarkt entsteht, da hat sie völlig mit Recht. Ja. Ja. Und ich glaube eben schon, das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt, dass du, wie du erwähnt hast, dass es eben eine neue Normalität ist. Eben, dass die Menschen schon ab 50 fast alle irgendwelche Blutdruckmedikamente oder Fettlipidsenker oder was auch immer, das ist eigentlich wie Standard. Man denkt, das ist einfach so und man fühlt sich ja noch gut. Man sieht das nicht als Signal oder eben ist dann schon mehr als ein Flüstern des Körpers. Und was wir eben im Vorfeld auch besprochen aber haben. Aber es tut ja nicht weh. Ja. Genau. Und als Folge eben auch, weißt du, das Bild des Älterwerdens, dass man einfach per se, wenn man älter ist, krank werden muss. Aber das ist ja eigentlich einfach auch die Lebensweise jahrzehntelang. Also jetzt haben wir ein bisschen viel gelästert. Jetzt machen wir vielleicht auch noch einfach ganz konkrete Hoffnungen oder zeigen Wege oder was würdest du jetzt sagen? Eben auch wieder in kurzer Zeit ein großes Thema. Aber wo können wir starten? Also einmal ist vielleicht schon ganz gut, dass man mal so ein bisschen so eine Status-Quo-Bestimmung macht. Ne? Wo steht man eigentlich? Weil es gibt Dinge, die kann man sehen, wenn man das möchte vielleicht auch. Und es gibt Dinge, die kann man nicht sehen. Ja, also wenn das Fass eben noch nicht hier und da überläuft und tröppelt, aber sagen wir mal schon 3/4 oder 80% gefüllt ist, 90% gefüllt ist, dann gibt es schon Methoden, wo man schauen kann, wie steht es da eigentlich um mich? Und da muss ich halt leider sagen, ich habe, glaube ich, noch nie einen Patienten gehabt, wo ich nichts gefunden habe. Böse Zungen mögen jetzt behaupten, dass es gibt ja diesen Satz, wer nicht krank ist, ist nicht gut genug untersucht. Aber auch wenn man jetzt mal Zahlen der WHO aus 2016 nimmt, dann sagt selbst die WHO, es gibt nur noch 4% gesunde Menschen, Anteil Gesamtbevölkerung, Weltbevölkerung. Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Und also das ist jetzt nicht so, hey, wir Bioärzte zaubern uns da was aus der Kiste. Also ich meine, ich bin da kritisch und ich mache nicht alles an Labor, was irgendwie möglich ist. Weil ich auch im Moment so eine Tendenz sehe, auch wir Bioärzte sind ein gefundenes Fressen für Labore. Ja, die können ja ein Schweinegeld mit uns verdienen. Man muss mal auch mal sehen, ich muss ja auch den Patienten nicht in 5 Arten und Weisen nahebringen. Da ist jetzt doch was in ihrem Körper. Meiner Meinung reicht da auch eine Nachweismethode. Aber man kann, oder was halt in der Regel sehr beeindruckend ist, ist die Dunkelfelduntersuchung, wo man einfach seinen lebenden Blutstropfen unter dem Mikroskop beobachten kann. Aber in den meisten Standardlaboruntersuchungen werde ich ja schon fündig. Und jetzt auch B12-Mangel ist kein Vegan-Problem. Auch Mischköstler haben das. Und zwar nicht weniger, weil es da meistens darum geht, dass über den Magen nicht aufgenommen wird, weil da schon was im Argen liegt. Und, oh, ich esse aber Fleisch oder Milchprodukte, sorry, das funktioniert nicht. Das ist ja wieder so ein bisschen schwerer verdaulich. Dann habe ich ja den Magen gereizter als bei einem Veganer. Und Entschuldigung, aber das B12, was im Fleisch ist, das hat das Tier ja schon benutzt. Ist nicht die erste oder höchstwertige Quelle
dafür. Also das finde ich kaum noch einen Menschen, der das nicht hat. Ein Zinkmangel ist extrem verbreitet. Ein Siliziummangel, den kann ich schwierig messen, aber ist auch verbreitet. Ein Selenmangel ist regionsabhängig auch verbreitet. Jod. Warum? Weil Jod jetzt ist noch was anderes, aber weil unsere Böden ausgelaugt sind. Also wenn ich da schon gar nicht mehr im Boden habe oder B12 kriege ich von wildgewachsenen Blättern und Obst, wenn ich es nicht zu intensiv wasche. Und da wir das alle fast nicht mehr zu uns nehmen, haben wir auch oft einen Mangel dran. Aber bis der zum Tragen kommt, das kann eventuell auch mal Jahre dauern. Aber es ist dann Jahre Raubbau am Körper. Und wir haben so einen unglaublich tollen Körper, ja, mit so vielen Sicherheitsvorkehrungen, dass wir einiges machen müssen, bis wir Symptome kriegen. Ja, wir können so viel wegstecken, wir können so viel kompensieren, es gibt so viele Querverbindungen in den Stoffwechselwegen, dass da einiges zusammenkommen muss, bis wir Symptome überhaupt bekommen. Ja, und auch für uns Bioärzte ist es einfach leichter, sie kommen, bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist. Ja. Ja, das muss ich sagen, da habe ich auch immer eine riesengroße Ehrfurcht, was der Körper an Belastungen noch mit Rauchen, Trinken, Umwelt und eben wenn ein Nährstoffmangel ist, Selen und was auch immer, können wir auch nicht wieder gleich entgiften. Es ist so vieles, dass der Körper wegstecken muss, dass man eigentlich nur wirklich große Dankbarkeit haben kann und eigentlich da auch wirklich versuchen, das Maximale zu machen. Wenn jetzt jemand bei uns die Sendung sieht und denkt, ja, eigentlich fühle ich mich gut, aber so, ich bin ein bisschen mehr müde oder ich merke einfach so gewisse Verschiebungen und dann möchte er sich unterstützen lassen und er kommt zu euch oder sie kommt zu euch, ist das erste einfach mal eine Blutanalyse oder dass die Menschen sich auch ein bisschen vorstellen können, wie geht das vonstatten? Wir haben Patienten, die sich zum Check-up anmelden. Ja. Ja, und das können wir können das beliebig auffächern, was nötig ist. Ich mache erstmal gar nicht so viel, weil wenn der Patient auch sagt, eigentlich geht's mir gut, ich komme zum Check-up, schreibt er dann in die Anmeldung. Und ich bin immer nicht böse, wenn ich ein paar Vorbefunde bekomme. Also jetzt, ich muss keine 100 Seiten Dossier an Vorbefund haben, aber wenn ich mal ein paar Werte, nur ein schlichtes Blutbild von vor ein paar Jahren habe als Verlaufswert, kann ich da schon viel mit anfangen, weil Blutwerte sind, man hat weniger Aussage, wenn ich nur punktuell was abnehme. Es gibt aber ein paar Werte, die sehr interessant sind. Die sind quasi individuell immer relativ stabil. Und wenn da Sprünge drin sind, dann weiß, da ist irgendwas gewesen. Da war ein großer Stress im Leben, da kam es. Ja, das kann man an bestimmten Markern einfach sehen. Also das gibt mir die Hinweise. Dann, wenn ich mit je nachdem, was in der Anmeldung steht, mache ich mir schon mal Notizen fürs Labor, was da abgenommen werden soll. Altersabhängig natürlich auch. Bei einem 20-Jährigen nehme ich keinen PSA-Wert. Ne, bei einem über 60-Jährigen sollte man doch schon mal hingucken. Ja. Ich mache auch da nicht nur den PSA-Wert, ist ja auch, weiß ich, umstritten in der Bioszene. Aber wenn ich mit demjenigen spreche, und ich frage die vegetative Anamnese ab, also vegetative Anamnese, ne? Was ist vegetatives Nervensystem, Rhythmen, wie ist der Schlaf, wie ist das Einschlafen, wie ist das Aufwachen? Wachen Sie morgens leicht auf, hüpfen Sie aus dem Bett und sagen, ja, Tag, du kannst kommen, ich bin bereit. Dann sagen mir schon viele, ich bin jetzt nicht so der Morgenmensch oder nach dem ersten Kaffee ist alles gut. Ja, da weiß ich doch schon, da Nachtigall, ich höre dir trapsen. Die Verdauung, ja, die ist gut, die ist für die meisten Menschen gut. Also für viele Menschen ist die gut, auch wenn sie nicht offensichtliche Beschwerden haben. Aber bei genauerem Nachfragen ist sie dann vielleicht nicht immer gut. Nachts aufwachen kann verschiedene Gründe haben. Ne? 60% der Menschen haben Schlafstörungen. Es gibt auch welche, die welche haben, die aber es nicht so als schlimm empfinden. Also meistens ist dann doch irgendwas. Jetzt muss man mal sagen, mit Müdigkeit, wir haben zwei physiologische Tiefpunkte über den Tag und mittags. Wenn unsere Hormone, wenn da alles richtig funktioniert, dann sind wir
um 8 Uhr morgens eigentlich fit, also nicht also um 8 Uhr so richtig fit. Nicht, dass wir auch manche Menschen um 5 oder um 6 fit sein können und aufstehen können. Aber da um 8 haben wir eigentlich so mit den höchsten Cortisolwert. Wir haben um 12 Uhr einen tieferen und wir haben um 16 Uhr nochmal eine Einsackung. Und wir starten gut, dann kommt ein Tief, dann haben wir nochmal eine Erhebung, dann kommt nochmal ein Tief und dann haben wir die Abendabsenkung sozusagen. Aber dass wir zweimal am Tag ein bisschen sind, das ist okay. Ja, und das ist auch völlig okay. Und es sollte eigentlich okay sein, wenn man es mit dem Arbeitgeber einrichten kann. Also mittags um 12 sollte für die meisten Menschen möglich sein, eine Pause zu haben. Und eigentlich sollte es einem nach dem Mittagessen besser gehen. Ja, wir wissen alle von der medizinisch ausgedrückt postprandialen Müdigkeit, also die Müdigkeit nach dem Essen, aber das ist eigentlich gar nicht so physiologisch, sondern dann stimmt schon irgendwas nicht. Oder wir haben vielleicht einfach das Falsche gegessen. Nach dem Essen auch sagen, ja. Fitter sein, okay? Und um 16 Uhr, die Schweizer wissen es, da ist das, ne, das ist Zwiri und die Engländer haben es dann vielleicht um 5, ne, die haben den 5-Uhr-Tee. Aber dass man da nochmal, hey, eine Pause macht, für manche ist nach der Arbeit, für manche ist dann noch auf der Arbeit. Das wäre eigentlich physiologisch, da wenigstens mal so 15 Minuten oder gar keine Viertelstunde Pause machen, kleinen Snack zu sich nehmen, trinken und dann hat man nochmal Schwung für den Abend. Ja. Ja. Es gibt ja auch da ganz, ganz, ganz unterschiedliche Empfehlungen, auch eben von biologischen Ärztinnen und Ärzten, eben mit dem Essen. Wie stehst du denn eben zu den Zwischenmahlzeiten? Also sagst du, das ist eigentlich physiologisch, wenn wir ein Tief haben, sollen wir da auch etwas Kleines essen? Oder, das hilft. Ja, das hilft. Ja, okay. Also es spricht nicht dagegen, weißt du, dass wir größere Abstände brauchen, eben auch für unser System. Sagen wir, jetzt kommt es darauf an, was wir vorher gegessen haben. Wenn wir das gegessen haben, was uns ein Mittagstief beschert, dann ist es vielleicht noch im Blut, wenn wir dann um 16 Uhr ein paar Kohlenhydrate zu uns nehmen. Ja. Wenn wir was essen um 12 Uhr, was uns nährt und nicht irgendwie nur aus Fetten und Eiweißen besteht, dann ist es eventuell bis 16 Uhr verdaut. Ja. Also da sage ich jetzt nicht pauschal ja oder nein. In der Regel ist so, Kinder brauchen 5 Mahlzeiten, sag mal 3 Hauptmahlzeiten, 2 Zwischenmahlzeiten. Und viele Erwachsene und insbesondere Frauen auch, die sollen sich bitte nicht quälen mit intermittierendem Fasten oder so wenig Mahlzeiten wie möglich am Tag essen. Machen 100-Jährige übrigens auch nicht. Ich habe mir da so ein schönes Buch gekauft. Ich dachte, oh, neue Erkenntnisse zusammengefasst, ganz aktuell erschienen. Die Literatur verweise, muss ich sagen, die kenne ich alle schon, die finde ich auch nicht alle gut. Und so leben 100-Jährige ganz bestimmt nicht. Okay. Adrenalinausschüttung mit dieser Eiweißmenge, mit so viel Sporteinheiten pro Woche. Und ja. Also ein Buch über 100-Jährige. Na, wie werde ich 120, ist sozusagen die Idee hinter dem Buch. Und wo ich sagen muss, nee, so wird man bestimmt nicht 120, wenn ich mir ständig Adrenalinkicks verschaffe. Wenn man mal schaut, wie 100-Jährige wirklich leben, dann ist es unglaublich langweilig. Die betätigen sich körperlich, ja, die sind sozial aktiv, wahrscheinlich hat, also es, man hat mal diese sozialen Aspekte und so versucht rauszufiltern, dass das Essen mit den größten Aspekten beinhaltet, aber die essen eigentlich noch so wie die Menschen vor 70, 80, 100 Jahren, nämlich überhaupt nicht eiweißlastig. Ja, also aber die bauen selbst an und die kochen selbst. Und das ist auch, wenn wir mal zum Thema zurückkommen, Prophylaxe. Meine Oma hat immer gesagt, Kind, du kannst dich drehen und wenden, wie du willst. Der Arsch bleibt immer hinten. Und so schwierig unsere gesellschaftlichen Bedingungen und Arbeitsbedingungen sind, wer selbst anbaut und selbst kocht, hat die besten Chancen, alt zu werden. Ganz klar, ich habe keine Zeit, selbst anzubauen. Ich habe auch keinen grünen Daumen. Aber wir kochen ziemlich viel selbst. Und wenn ich viel außer Haus bin und wenn mein Mann auch viel außer Haus ist, dann muss man sagen, es ist extrem schlicht. Ja. Ne? Dann ist bestimmt unter der Woche kein Festtagsgericht, was es abends gibt. Und manchmal machen wir als Vorspeise einfach nur, wir waschen Salatblätter und essen Wassermelone dazu. Das lieben wir heiß und innig. Das macht uns glücklich auch. Und dann gibt es irgendwas mega Schlichtes, Warmes noch hinten dran, ja, zum Beispiel.
Aber jetzt habe ich doch noch eine Frage, weil auch das Eiweiß ist ja ein so umstrittenes Thema. Weil du hast das jetzt oft angesprochen, die Eiweißquelle. Was ist die beste Eiweißquelle für uns nach deiner Meinung? Oder wie sieht eben diese Ernährung für dich aus? Ich beantworte das mal mit einer Gegenfrage. Und ich habe mir auch mal Gedanken darüber gemacht. Ich finde übrigens, Fragen mit Gegenfragen zu beantworten, nicht unhöflich. Ich glaube, schau mal, wie die Gegenfrage ist. Es ist so ein Satz, der uns, glaube ich, zum Kleinhalten indoktriniert wurde. Die Gegenfrage ist, wo kriegen denn Kühe, Giraffen und Elefanten ihre Eiweiße her? Das ist eine gute Frage. Mit die größten Frage. Tiere, die am längsten leben. Ja, und die Gorillas, ja, genau. Hm? Ja. Ja, das ist wahr, ja. Okay. Ganz einfach. Und so ist es doch jedem. Aber woher kommt denn dieser Mythos auch von vielen, sagen wir, biologisch arbeitenden Ärzten? Ich glaube, weil wir nach wie vor im kompletten ärztlichen Bereich zum einen Männerdenken haben. Und ich glaube einfach, dass Männer da auch viel anfälliger für sind. Eiweiß, das muss gut sein, davon kriege ich Muskeln, davon bin ich stark. Das kann ich auf den Grill schmeißen. Das hat vielleicht auch alles so ein bisschen was Archaisches und Urinstinktmäßiges. Aber wir Ärzte sind auch, also ich meine, man muss jetzt mal ganz ehrlich sagen, auch unsere Szene ist mittlerweile zu einem Milliardenmarkt avanciert. Und ein Schelm, der Böses denkt, wer da mitmischen möchte oder wer möchte, dass vielleicht Menschen nicht unbedingt gesund werden möchten. Das heißt, auch da gibt es Studien, die von Interessenskonflikten geleitet auf den Markt geschmissen werden. Okay. Und da möchte ich einfach nochmal an den in der Psychologie eigentlich gar nicht existenten, aber gesunden Menschenverstand appellieren. Wir haben nie in der Menschheitsgeschichte so viel Eiweiß gegessen. Ein Durchschnittseuropäer isst ungefähr 120 Gramm Eiweiß am Tag und denkt im Moment noch, es ist noch zu wenig. Und 1950 haben die Menschen etwa 45 Gramm Eiweiß am Tag gegessen. Ja, und ich kann auch mit Blattsalat und Kartoffeln und Mangos auf alle essentiellen Aminosäuren am Tag kommen. Das wäre jetzt noch meine nächste Frage gewesen. Das ist gar nicht so schwer. Und man muss auch nicht Unmengen an Hülsenfrüchten essen, die eigentlich schwer verdaulich sind, die ich viel kochen muss. Also eigentlich auch eine Form von Denaturierungsprozess habe. Also ich muss ich nicht jeden Tag zu mir nehmen, um auf meine Eiweißmenge zu kommen. Okay. Aber was nicht erspart bleibt, da habe ich eine Sendung drüber gemacht schon. Grünzeug. Vielleicht habe ich es in der Sendung auch nicht deutlich gemacht. Also Chlorophyll ist eine mega geile Substanz. Aber die Umverpackung brauchen wir auch dazu. Das grüne Blatt hat von der Struktur und von den Stoffwechselprozessen her viel mit unseren Zellen gemeinsam. Also nochmal, Kühe, Giraffen, Elefanten. Die essen natürlich auch Kräuter dazwischen und nicht nur einseitig. Die haben große Körper, die fressen den ganzen Tag. Wir wiegen Bruchteil, wir müssen also nicht so viel essen. Und ja, ich weiß, wir haben auch nicht den ganz exakt gleichen Verdauungstrakt. Wir dürfen und können also noch andere Sachen essen. Aber ich denke, es war nicht im Sinne unseres Erfinders, dass wir anderen Säugetieren die Babynahrung klauen und zu uns nehmen. Sondern ich denke, das ist was, das hat vielleicht in nördlicheren Gefilden das Überleben möglich gemacht oder war in der vor Jahrhunderten existierenden Qualität noch eine sinnvolle Nahrungsergänzung. Aber hier reden wir nicht mehr über Naturprodukte, auch nicht, wenn es ein Bio-Label hat. Und andersrum, ist alles, was gewachsen ist, enthält Proteine. Alles, was irgendwie natürlich gewachsen ist, enthält alle Makrosubstanzen, auch Fette und Kohlenhydrate. Und mittlerweile ist einfach so ein Denken da, es werden so Sachen rausgepickt, Einzelsubstanzen, und das aufs Ganze bezogen. Aber wenn ich eine Sache rauspicke aus einer Pflanze, dann habe ich immer einen Wirkverlust, als wenn ich die ganze Pflanze, und einen anderen Wirkung, als wenn ich die ganze Pflanze habe. Weil die Natur ist unglaublich toll konstruiert. Und Pflanzen sind immer viel Stoffgemische. Ja. Ich kann jetzt nicht sagen, oh, der Teil der Pflanze ist schlecht. So Lektine zum Beispiel, by the way, die werden beim Kochen zerstört. Die Pflanze liefert das Antidot, das Gegenmittel, oft mit bei solchen Sachen. Ja. Und Obst ist nicht in erster Linie Fruktose. Ein durchschnittlicher 60 Gramm Apfel hat übrigens 2 Gramm Fruktose. Was sind denn die anderen 58 Gramm? Ja, und unheimlich viele Inhaltsstoffe. Jetzt habe ich doch, die Zeit ist nicht mehr so, aber ich habe doch noch 2 wichtige Fragen. Eben auch die essentiellen Aminosäuren, wenn wir uns jetzt nicht so gut ernähren, würdest du sagen, okay, da macht es vielleicht Sinn, da mal einfach diese einzunehmen.
Und dann habe ich noch eine andere Frage, wie stehst du zu Fleisch und zu Milchprodukten? Und dann also essentielle Aminosäuren sind relativ leicht, die ausreichende Menge am Tag zu sich zu nehmen. Das muss auch nicht in Kapselform sein. Okay. Wir haben, also A, kann man es in der Regel über die Ernährung komplett decken. Mhm. B, wenn jetzt jemand wirklich aufbauen muss oder das selber schwierig findet, wir benutzen ein Naturpräparat, ein Pulver, das Eveliza, in einem Tütchen. Ich weiß jetzt gar nicht, das Gewicht ist nicht so viel eigentlich, sind alle essentiellen Aminosäuren, der Tagesbedarf an essentiellen Aminosäuren im physiologischen Verhältnis enthalten, neben ein paar anderen Sachen, weil es ist kein Extrakt, sondern ein hundertprozentiges Naturprodukt. Einstellungen zu Milchprodukten habe ich gerade kurz durchklingen lassen. Viele Recherchen haben ergeben, dass es wahrscheinlich wieder natürlich ist, anderen Spezies die Säuglingsnahrung wegzunehmen, was wirklich unter Tierquälerei anscheinend vonstatten gegangen ist. Und es ist einfach, wir brauchen es nicht einbilden, das sei eine gute Qualität. Ne? Auch Biokühe stehen manchmal im Stall. Auch die müssen Sonne haben, das Gras selber fressen. Beim Appenzeller Käse ist ja zum Beispiel so, das ist ein Heukäse. Heukäse bedeutet, darf keine Silage gefüttert sein. Silage, mein Sohn war auf dem Bauernhof mit der Schule 3 Wochen und der hat mir dann erklärt, Silage ist Kuhsauerkraut. Also gegorenes Heu, das wollen die Kühe nicht essen. Entschuldigung, Menschen gilt Ähnliches. Der echte Kabis ist besser als das Sauerkraut. Können wir eine andere Sendung drüber gerne machen. Und das heißt, dass auch die Biotiere nicht artgerecht gehalten und gefüttert werden. Und wenn ich dann noch von vielen Höfen zusammen den Immunprinter drin habe und das pasteurisiere und homogenisiere, es ist kein Naturprodukt. Ja. Es ist ein denaturiertes Produkt mit einer anderen Zusammensetzung für eine andere Spezies. Fleisch hat immerhin höchste Qualität, artgerecht gehalten. Also in der Milchkuhhaltung wird das Kalb von der Mutter getrennt, auch wenn Demeter draufsteht. Und in der artgerechten Fleischhaltung wird das Kalb physiologisch lange gestillt. Habe ich also nochmal was ganz anderes. Und wenn es wirklich auf der Weide gestanden hat und keine Antibiotika bekommen hat, dann habe ich da nichts gegen, wenn das in Maßen gelegentlich mal gemacht wird. Aber muss ich auch die beste Kuhqualität, die ich kriegen kann, jetzt für Milchprodukte, ein Baby soll wachsen. Das heißt, ich habe in Babynahrung einer anderen Gattung und auch in Eiern habe ich Sachen drin, die das Wachstum stimulieren. Und in einem toxisch beladenen Körper oder wo ich schon Silent Inflammation drin habe, da kann es auch das befeuern oder zur Not dieses Wachstum. Dahin wachsen wir eigentlich als Erwachsene nicht mehr. Danke, Alexandra. Ganz viele wichtige, umfassende Informationen und auch für mich Anregungen, weil ich merke auch, man kommt manchmal so auf einen Weg, weil eben auch, wie du gesagt hast, auch in dieser Szene, die sicher oft achtsamer und anders umgeht, darf man ja auch immer wieder Dinge hinterfragen und anschauen. Danke für diese tolle Information. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich bin mir sicher, ist Ihnen wie mir ergangen, wieder viele Dinge, über die ich nochmals neu nachdenken darf und muss. Und es hat mich sehr angeregt. Schön waren Sie dabei. Auf Wiedersehen.